Ich hatte es zuvor gar nicht bemerkt, aber jetzt, wo ich es mir ja nochmal anschaue, die Treppen enden hier, also sollte das hier der höchste Ort sein. Aber wir können sogar noch höher kommen, wenn wir die Leitern dort benutzen. Ich kann nicht einmal die Decke sehen. Ist es wirklich so hoch? Wenn ich dort runterfallen würde, ich bezweifle, dass ich überleben würde. Das könnte man so sagen. Und genau in diesem Zeitpunkt. Was zum... Was? Eine Leiche wurde entdeckt. Bitte versammelt euch im Energiezimmer, im Turm von Babel. Gestern verließen mich meine Eltern. Oder vielleicht war es heute. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher. So sind die verschwommenen Erinnerungen meiner Kindheitstage. Zeit zerstörte meine wertvollen Erinnerungen, dass ich mich nicht mehr an ihre Gesichter erinnern kann. Ich habe einmal versucht, ihre Spuren zu finden. Das war ziemlich ungewöhnlich für mich, ha? Ich muss besessen gewesen sein oder so. Aber sie waren schon lange tot. Sie lebten weiterhin so, bis sie sich selbst umbrachten, wie die Bastarde, die sie waren. Menschen ändern sich nicht. Schicksal ist nicht etwas so Großartiges wie Vorsehung. Es repräsentiert nur das niemals ändernde Ich. Diejenigen, die die schlimmsten Entscheidungen treffen, sind bereits von Anfang an entschieden. Wenn sie es nicht sind, dann hatte die Zeit lediglich Gnade mit ihnen. Wie ein Lachs, der zu seinem Geburtsort zurückkehrt. Alles befindet sich auf einem vorherbestimmten Pfad, so wurde es gebaut. So konnte ich mich beruhigen. Die Welt wird sich ändern, die Menschen aber nicht. Man kann Menschen in dieser verdammten Welt nicht vertrauen. Dem einzigen, was man vertrauen kann, ist, was sie besitzen. Und einem selbst. Unser Verlangen macht uns zu Menschen. Durch unser Verlangen fühlen wir uns lebendig an. Das sagt es mir. Ist Sora jetzt tot? Ja. Man kann ja nicht einmal in Ruhe schlafen. Was für eine Wendung. Endlich ist mal jemand gestorben. Sprich jetzt ein Schobal weiter? Es scheint, als hätte es aufgehört zu schneien. Ich hatte einen ekelhaften Traum. Vielleicht, weil sich die Atmosphäre geändert hat. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Egal, wie sehr ich es versuche. Nun dann. Ich sollte mal schauen, wer dieses Mal gestorben ist. Die erste Etage, ha? Fuck. Ihr wollt mir sagen, dass Sora wirklich tot ist? Sonst hätten wir nicht den Charakter gewechselt. Ach Mann! Wo war das? War der Scheiß jetzt hier überhaupt? Das hier? Nee. Hier? War nicht das hier das Maschinenzimmer? Und sobald ich in das Zimmer ging, war das Erste, was ich bemerkte, heiße Luft. Obwohl es nicht intensiv genug war, um die Luft beim Eingang in der Lobby zu beeinflussen, fühlte sich die Hitze auf jeden Fall unnormal an. Verzweifelte Stimmen und leise Geräusche kamen aus diesem Zimmer. Ich wusste, dass mich dort die Leiche einer Person erwarten würde. Also, schauen wir uns mal an, wer es dieses Mal ist. Die Hitze wird immer stärker und stärker, während sie mich umhüllt. Die Stimmen und Geräusche werden immer lauter. Am Ende der Treppe, in dem großen Zimmer, erwartete mich... Das... ist nicht Sora. Das ist Shinji? Oder? Inmitten dieses rauchigen Geruchs, wie Barbecue auf einem Grill, lag die Leiche von Shinji Kasai, dem ultimativen Feuerwehrmann. Aber was ist mit Sora? Hm.
Sora wurde auf jeden Fall von oben runtergestoßen. So schien es zumindest. Wurde er verbrannt? Selbst sein Gesicht kann man gar nicht mehr erkennen, aber dieser Körper gehört auf jeden Fall Shinji Kasai. Shinji Kasai, ha? Huh? Ich schätze mal, er sah so aus, als ob er sich in einer gefährlichen Situation befinden würde. Er war derjenige, der dieses Mal gestorben ist. Na, Shinji! Das ist ein Traum, richtig? Bitte, das muss ein Traum sein! Und Sora ist auch nicht hier, wenn ich das... Oder? Was zum... Was ist passiert? Was soll das heißen, eine Leiche wurde entdeckt? Aber... Oh nein! Shinji! Sora! Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe nach dir gesucht! Weißt du, wie sehr ich mir Sorgen gemacht habe, als ich die Ankündigung gehört habe? Es tut mir leid, Yoroko. Es scheint, als hättest du dir wegen mir Sorgen gemacht. Also, jetzt wo das Feuer endlich gelöscht ist, wisst ihr, was als nächstes kommt, oder? Ich habe die vierte Monocro-Akte hier für euch. Ja, und der verhält sich jetzt wieder ganz normal, oder was, hä? Ich schätze mal, ich brauche euch das dieses Mal nicht zu erklären, oder? Wie sehr kann man diese Akte überhaupt vertrauen, hä? Hm? Was soll das bedeuten? Du hast gesagt, dass du dich nicht an die letzten paar Tage erinnern kannst. Wie können wir überhaupt diesen Informationen glauben? Weißt du, was passiert ist? Nun, mach dir keine Sorgen. Das steht überhaupt nicht miteinander in Verbindung, okay? Ich weiß exakt, was hier passiert ist. Egal, ob ich meine Erinnerungen habe oder nicht, ja? Ich meine, natürlich weiß ich das, weil... Nun, fangt dann mal an mit euren Ermittlungen, ja? Wir sehen uns dann später, bei der Klassenverhandlung. Niki, was genau meintest du damit? Monoko hat seine Erinnerungen verloren? Ich schätze mal, du warst nicht hier, als er es gesagt hat. Monoko hat gesagt, dass er seine Erinnerungen verloren hat, seitdem wir hier auf der vierten Insel angekommen sind. Erinnerungen? Nun, ich schätze mal, er hat sich etwas seltsam verhalten. Moment, wer war die erste Person, die die Leiche entdeckt hat? Shobai, wann bist du hergekommen und warum fragst du das überhaupt? Halt die Klappe und antworte mir. Ich, Iroha und Niki, warum? Monoko hat über ein Feuer geredet. Also war das Feuer hier? Nun, um genau zu sein, als Yoroko und ich zuerst in die erste Etage gegangen sind, hatten wir etwas Seltsames in der Nähe der Treppen bemerkt. Ja, jede Menge Hitze, die von hier auskam. Und als wir runtergingen, war hier ein riesengroßes Feuer. Als wir uns gerade fragten, was wir wegen des Feuers tun sollten, ist auf einmal Monocrow aufgetaucht und hat das Feuer gelöscht. Und danach haben wir hier Shinji gefunden. Ein Feuer. Und dass Monocrow seine Erinnerung zurückbekommen hat, sobald Shinji gestorben ist. Das sollte kein Zufall sein. Dass Monocrow vor ein paar Tagen verrückt geworden ist, kann ich verstehen, aber... Das Feuer scheint auf jeden Fall damit in Verbindung zu stehen, mit diesem Fall. Hey, könnte irgendjemand Mikado herbringen? Ich möchte ihn nicht selbst holen gehen. Mikado, warum? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, er ist immer noch dort, festgebunden, oder? Oder angekittet. Ich meine, es ist offensichtlich. Ein Mord ist geschehen und er muss zumindest auch ermitteln, oder? Versteht mich nicht falsch. Ich würde ihn am liebsten auch einfach vergessen. Aber sogar er könnte vielleicht hilfreich sein in dieser Verhandlung. Nein. Ich glaube nicht, dass er jemals hilfreich für uns war. Yuki, alles okay? Warum? Warum musste das geschehen? Wie konnte das passieren? Nein, bitte! Big Bro, nein! Ey, ich bin viel neugieriger, was mit Sora jetzt war und warum wir den Hauptcharakter gewechselt haben. Sora wurde anscheinend irgendwo runtergestoßen von dort oben, aber hat es überlebt. Und dann? Und was dann? Ich weiß es nicht. Nee. Weine nicht, Yuki, du bist ein Mann, oder? Wir alle versuchen hier ruhig zu bleiben und du wirst die ganze Zeit einfach nur weinen, oder was? Dann mach dir keine Sorgen, Yuki. Teruya. Shinjis Tod war nicht umsonst. Es sollte es nicht gewesen sein. Weil das, ja, sogar das für das große Ganze ist. Was zum Teufel meinst du damit? Teruya, verheimlichst du etwas vor uns? Nope, überhaupt gar nichts. Ein nutzloses Stück Scheiße wie ich könnte überhaupt nichts tun. Ey, jetzt ist er ist so drauf wie Nagito. Ihr solltet mich also einfach ignorieren und euch auf eure Ermittlung konzentrieren. Moment, waren wir nicht... Ich meine, es kam zu einem Mord, aber die Klassenverhandlung ist doch normalerweise in der Monocruise, oder? Wie können wir überhaupt eine Klassenverhandlung machen, wenn wir nicht hier rauskommen können? Ihr könnt jetzt raus, du Vollidiot.
Wir können gehen? Moment, woher weißt du das? Muss ich darauf wirklich antworten? Glaubst du mir nicht? Dann überprüf's doch selbst. Ich hab gesagt, geh und überprüf's. Ich muss mir noch was anschauen. Die Ermittlung startet so wie immer. Das Albino-Mädchen brachte Mikado zum Tatort und Teruya ist einige Zeit danach gegangen. Nicht, dass es mir wirklich wichtig wäre. Alles, was wichtig ist, ist das Mysterium, das dieser Fall ist. Ein bisschen nervig, ja, aber ich sollte mich so schnell wie möglich darum kümmern. Es gibt etwas, was ich überprüfen muss. Aber ich muss mich immer noch an die Regeln dieser Welt halten. Zumindest für jetzt. Ja, aber was ist jetzt mit seinem Shop eigentlich? Wollt ihr mich verarschen? Shobei hat ja einen Shop! Und ich hatte jetzt die ganze Zeit Geld gespart, um von ihm zu kaufen! Ey, wenn ich gleich das Menü aufmache, ne? Und mir dann mein Profil anschaue und dann da steht, dass ich 1 Million Crow hab, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Also dann, die Monocrow-Akte. Gib mir das her. Und warum soll ich das tun? Damit ich es lesen kann, du Vollidiot. Ich bin sowieso schneller als du. Ich bin sowieso schon müde von dem ganzen Warten hier. Also sei eine gute Bitch und gib mir die Akte. Ich möchte nicht. Kannst du nicht erstmal die anderen Sachen anschauen? Kam es mir nur so vor? Oder sah diese Bitch gerade irgendwie... Du verheimlichst etwas, oder? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Mal ganz davon ab. Du ermittelst in letzter Zeit ziemlich fleißig, oder? Ziemlich anders als ein altes, faules, inkompetentes Ich, ha? Huh? Ich schätze mal, dass selbst du jetzt Angst hast, wo nur noch so wenige von uns übrig sind. Nun, was auch immer. Ich bin die Dumme hier, weil ich versuche, ein Gespräch mit so jemandem wie dir zu haben. Hier ist die Akte. Mach damit, was du machen willst. Sie kam mir etwas seltsamer vor als normalerweise. Vielleicht kam mir das nur so vor. Nun, das wird sich während der Verhandlung sowieso klären. Zuerst einmal die Monocrow-Akte. Jetzt bin ich gespannt, du. Jetzt muss ich hier mit Shobei unterwegs sein, hey. Das Opfer ist Shinji Kasai. Zeitpunkt des Todes wie immer unbekannt. Man bekommt ja hier mittlerweile gar nichts mehr gesagt, hey. Hier steht... Ja gut, hier steht hier der Ort, wo die Leiche entdeckt wurde. Hier in diesem Energiezimmer oder wie auch immer. Im... Dingens, wie heißt es? Im Keller. Vom Turm von Babel. Ja... Todesursache unbekannt. Mordwaffe unbekannt. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Also der Monokuma damals, in Danganronpa 1, 2 und V3, der hätte sowas nicht durchgehen lassen als Monokuma-Akte, hey. Was ist das denn hier? Jeder Teil außer der Unterkörper, der von feuersicherer Kleidung geschützt wurde, wurde komplett verbrannt. Zudem ist eine Stichwunde an seinem Hals und jede Menge Knochenbrüche an seinem Körper. Was zum Teufel ist das? Zeitpunkt des Todes unbekannt, Todesursache unbekannt, Mordwaffe unbekannt? Außer Monocrow erlaubt sich ein Scherz mit mir und das alles hier ist nicht echt. Dann könnte das an sich schon ein wertvoller Hinweis sein. Aber nicht wirklich viel weiteres steht hier. Aber wegen der Autopsie, ich sollte mir die Leiche mal genauer anschauen, um mehr Infos rauszufinden. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Ich sollte mir das Zimmer hier genauer anschauen. Bin ich jetzt ernsthaft Shobei? Okay, aber warte mal. Hä? Okay. Guckt euch sein Geld an! Er hat wirklich eine Mille! Er braucht noch einen Crow für eine Mille. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, Regeln bringt ja nichts. Keine Geschenke, keine Skills im Leben, Profile, können wir auch nicht anschauen. Wusstest du gar nicht, dass man sich zuvor schon hier die ganzen Dinge anschauen kann? Also zumindest wie viele es gibt, scheinbar. Was zum Teufel? Administrator Code. Activation. Das hatten wir in dem Handbook von... Sora nicht. Das bedeutet, er hat den Code bereits rausgefunden? Ja, ich kann aber nicht da drauf gehen. Jetzt weiß ich nicht, was das... Wir werden es in Zukunft sicherlich noch herausfinden. Wisst ihr, mir ist auch gerade was eingefallen. Als wir jetzt... Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber als wir damals in dieses Orakelzimmer zum ersten Mal, war es, glaube ich, gegangen sind, meinte da nicht Shobei irgendwie, hey Leute, was ist eigentlich geschehen, als ihr euren Code eingegeben habt? Hat er das nicht gesagt? Und dann haben... Was entweder Yoko oder Yuki, glaube ich, den direkt vertrieben haben. Vielleicht wollte er uns das sagen, dass er irgendwie diesen Code rausgefunden hat. Ach, keine Ahnung, bringt er jetzt auch nichts darüber nachzudenken so richtig. Ja gut, das iPad haben wir uns schon angeschaut. Gucken wir uns mal das hier an.
Glassplitter. Okay, Glassplitter, die anscheinend von diesen Maschinen stammen, sind hier auf dem Boden. Stimmt, hier waren ja zuvor jede Menge Maschinen. Sind die jetzt alle kaputt? Ich hab gar nicht aufgepasst. Ein bisschen zu offensichtlich, wenn ihr mich fragt. Die Stichwunde, die in der Monochroakte steht, stammt wahrscheinlich von diesen Dingern. Aber ich kann keine sehen, wo Blut drauf ist, weil sie durch das Feuer ziemlich stark beschädigt wurden. Aber trotzdem, wenn der Täter das korrekt geplant hat, dann hätte der Täter das mit Leichtigkeit, sich darum kümmern können. Ja, kann man ganz einfach verstecken, so eine Glasscherbe, oder? Also ist ja nicht. Somit gibt es dann zwei Möglichkeiten. Option Nummer 1, der Täter hatte keine Zeit dafür und war ein Vollidiot, der nicht darüber nachgedacht hat. Und die andere Möglichkeit ist... Nun, es ist erstmal nur eine Theorie. Ich soll es aber mal im Kopf behalten. Na gut, diese Glassplitter. Gab's hier nicht zwei von diesen Dingern zuvor? War hier nicht dieses Ding nochmal direkt hier? Das ganze Ding ist jetzt weg? Hä? Ja, wobei, das Ding ist auch jetzt hier so ein bisschen kaputt, ne? Aber dass das ganze Ding hier weg ist, ist ein bisschen komisch. Naja, Moment, bevor wir... wobei... Was haben wir hier? Da haben wir ein paar Risse in der Wand. Diese Wand, irgendetwas stimmt hier nicht. Diese Wand sieht genauso wie alle anderen langweiligen Wände in diesem Zimmer aus. Aber nur auf dieser Wand ist kein Staub. Sagt mir nicht, dass... Was ist ein Geheimgang? Als ich den verdächtigen Teil der Wand berührte, ist auf einmal ein kleines Loch erschienen. Ein Geheimgang? Nein, wir waren die ganze Zeit hier gefangen. Wie konnte ich das nur übersehen haben? Dort geht es scheinbar irgendwo nach unten, scheint es. Und am Ende dieser Treppe wartete eine weitere Tür auf mich. Ratten. Als ich versucht hatte, die Tür aufzumachen, konnte ich es einfach nicht. Es war wieder so, als ob eine Zeichnung einfach auf der Wand wäre. Wie bei dem Eingang zu dem Turm. Darauf zu warten, dass irgendetwas passieren würde, schien nutzlos zu sein. Aber eine geheime Treppe und eine Tür, die irgendwo hinführt. Könnte das einfach nur ein Zufall sein, dass das beim Tatort ist? Ja, das glaube ich jetzt mal nicht. Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ey, was ist denn die ganze Zeit mit diesen Zeichnungen und so? Wisst ihr, auch als dieser Turm abgeschlossen wurde? Und wenn ich mal rauskam, war ja auch anstatt der Tür eine Zeichnung dort. Keine Ahnung. Okay, haben wir auf jeden Fall jede Menge Brandflecken an der Wand scheinbar. Oder überall im Zimmer. Monochrome war derjenige, der das Feuer gestoppt hat. Scheinbar. Das Feuer an sich ist kein großes Problem. Der viel wichtigere Teil ist, dass der Täter irgendwie das Feuer genutzt haben muss, um uns auszutricksen. Also, die Frage sollte viel eher sein, warum musste das Feuer geschehen? Die perfekten Verbrechen sind immer die kleinsten Verbrechen. Wenn man das Verbrechen größer macht und es komplizierter macht, dann sorgt man nur für noch mehr Aufmerksamkeit. Also in diesem Sinne ist jemanden zu verbrennen etwas Unvorstellbares für jede vernünftige Person. Außer diese Person möchte erwischt werden. Aber das sind die Regeln der Außenwelt. In dieser Welt hier ist es nicht unbedingt dasselbe. Und dann gibt es noch Kanadi Otonokoji. Manchmal läuft das Ganze nicht so wie in meinen Regeln. Ja, okay. Shobai, deine Gedankengänge helfen mir schon ein bisschen. Aber ich sollte das auf jeden Fall mal aufschreiben. Er ist so viel schlauer als Sora. Sora hatte nie einen Plan oder so, Mann. Endlich mal jemand, der hier weiß, was hier Sache ist.